Na ihr, willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Warum ich das so ausspreche, kann ich euch leider nicht sagen. Ich hatte gerade Lust drauf. So, und beim letzten Mal war ja unser Plan, uns um unsere Schafe zu kümmern. Ich glaube, ich muss einen zurück. Nein, so komme ich wieder. Nein. Da, hier. Was heißt, wir brauchen Gras? Wir brauchen viel Gras. Ich weiß nur noch nicht, wo wir das herholen sollen. Mann, ist der Spießhorn schon wieder laut. Das ist immer das gleich. Aber ich denke mal hier, dieses Wieschen hier. Das sieht doch ganz gut aus. Das nehmen wir jetzt einfach mal unter Beschlag. Das Problem ist, für den Rasenmäh-Dingsi kann ich keinen Helfer einstellen. Also ihr werdet jetzt meine Sets an. Nein, ich sollte vielleicht mal B drücken. Jetzt. Was heißt, ihr werdet meine Fahrskills live erleben. Und ich kann es nicht so gut. Sagen wir es mal so. Das Problem ist, wir bräuchten einen Schwadkreisel. Ich hoffe mal, das Ding heißt so. Also einen Schwader. Damit wir hier alles nicht irgendwie verteilt haben, sondern dass es halt einfach sauber auf einem Haufen ist und wir mit dem Ladewagen da in einem Stück durchfahren könnten. Allerdings haben wir da jetzt kein Geld dafür. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das oben noch leisten kann. Ich könnte mir zwar noch einen Kredit über 80.000 Euro aufnehmen. Allerdings wird es halt dann auch immer schwerer, das Ganze zurückzuzahlen, ne? Wenn wir dann in die Minuszahlen, in den roten Bereich kommen, dann, das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nicht Game Over gehen bei einem Spiel, in dem man gar nicht Game Over gehen kann. Und deswegen versuchen wir es jetzt erstmal so. Zur Not gehe ich halt doch wieder auf die normale Landschaft noch ein bisschen ein und so, und noch keine Mods. Ich habe es euch ja in der letzten Folge versprochen, also gestern. Ich nehme hier aber direkt nach der gestrigen auf. Deswegen habe ich mich noch nicht drum gekümmert, irgendwelche Mods oder sowas runterzuladen, sondern ich habe einfach gedacht, komm, zack, direkt weiter. Wenn nur eine kurze Pause, muss man kurz was essen. Aber auch das sollte jetzt kein großes Problem darstellen. Aber ich denke mal, so einen Schwadkreisel, den brauchen wir. Es geht einfach nicht anders. Ja, guck mal an, da fahren wir jetzt dann 2 Stunden hier. Apropos 2 Stunden, ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Da fahren wir jetzt dann 2 Stunden hier über das Feld von links nach rechts und von rechts nach links. Und ich glaube, das ist auch was, was niemand sehen möchte bei mir, oder? Deswegen versuche ich jetzt jedes Feld so gut wie es geht zu mähen. Und dann bringen wir unseren Schafen ein bisschen Wiese, ein bisschen Gras vorbei. Ich denke mal, die werden sich freuen. Fahr mal weiter, mein Freund. Das ist meine Straße. Da, meine Straße! So, und auch am Tag der heutigen Aufnahme. Ich habe ja heute mal Radio gehört. Also wenn man so im Auto sitzt, dann hört man ja Radio im Normalfall. Andere hören auch CD, ich höre meistens Radio. Naja, oder auch nicht. Und da ist mir aufgefallen, oder da habe ich gehört in den Nachrichten, ja, Box, du bist schon wieder total verwirrt, der Bundesnachrichtendienst will die SSL-Verschlüsselungen knacken. Also praktisch wie so ein, der Bundesnachrichtendienst, ja, der BND, der Geheimdienst Deutschlands, will wie so ein Hacker hergehen und einfach SSL-Verschlüsselungen knacken, und zwar über den Zero-Day-Exploit. Also, boah, Leute, ernsthaft. Ich würde verstehen, wenn die sagen würden, wir überwachen den Internetverkehr, weil Terrorismus und so weiter. Auch wenn viele da dagegen sind, ich bin da zum großen Teil dafür. Aber wenn man anfängt, SSL-Verschlüsselung zu knacken und das über Exploits und Backdoors, die eigentlich nur am Schwarzmarkt verfügbar sind, ich habe jetzt die ganze Zeit, beziehungsweise ich habe den gestrigen Tag damit verbracht, ein kleines News-Video über dieses Thema zu bringen. Nur hat es nicht so ganz funktioniert, nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Ich brauche da noch die ein oder andere Inspiration. Wenn jemand welche hat, hey, immer raus damit. Aber das ist ein Thema, ist sehr heikel. Ich denke mal, den einen oder anderen, ihr seid
ich so bei dem Spiel ein bisschen jüngeres Publikum laut Demografie. Da wird es euch noch nicht so interessieren, aber für mich ist es ein sehr, 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 sehr interessantes Thema und ein sehr wichtiges Thema, wo jeder drüber nachdenken sollte, ob er jetzt 12 oder 13 Jahre ist. Oder ob er schon 22 ist. Jeder sollte drüber nachdenken, was mit seinen Daten im Internet geschieht und was damit auch passiert. Weil im Dritten Reich, zur früheren Zeit, also Vorkriegsgeschichte, bla bla bla, da wollte der gute alte Adolf Hitler ja immer den gläsernen Mensch. Und ihr wisst ja, das war ein Diktator, ja? Das wollte keiner damals. So, jetzt ist es aber so, dass wir mittlerweile schon fast so weit sind. Wir werden überwacht, wir werden ausspioniert. Jeder kann machen, was er will. Also nicht machen, was er will, aber mit Daten wird umgegangen, wie wenn es Popcorn wäre. Das wird um sich geschmissen. Jeder weiß von jedem, was er gerade macht. Also, mal ganz ehrlich, ich finde das nicht in Ordnung. Ne? Okay, jetzt aber Schluss mit der schweren Kost hier. Jetzt werde ich mal mein Mähwerk hier abliefern und mal kurz hier hinten abstellen, wie immer. Ihr wisst ja, ich stelle immer hier irgendwas ab. So. Und dann werden wir einen kleinen Kredit aufnehmen, da laufe ich aber dahin. Huch. Eigener Traktor überfährt uns. Verdammt. R. Ah, wir sind schon bei 140.000. Okay. Was soll's. Und dann hoffe ich mal, dass ich zumindest wo ist der Shop? Da ist der Shop. Dass ich zumindest den Schwarkreisel bekomme. Aber ich glaube, ich brauche so einen hier. Genau. Und da kaufen wir den da. Ja. Ja, genau, den kaufe ich mir. Und dann ist die nächste Frage. Ich brauche einen Frontlader. Allerdings ist der nur für den Steyr Multi 4115. Jetzt, wenn wir schon im Shop sind, dann kaufen wir gleich einen. Der Steyr Multi 4115, wo ist er denn? Hier, der kostet halt wirklich 105.000 Euro. Und warum ist der da zweimal? Ich besitze da einen. Nein. Okay, ich war falsch ausgewählt. Wieso gibt es den zweimal? Einmal in Rot und einmal in Orange? Okay. Ja, oder eben, ich glaube, der hier, der geht auch noch. Da kann ich auch noch einen Frontlader dran bauen. Der kostet nur 64.000. Aber auch das bringt uns momentan nicht wirklich weiter. Was ist in den Sales drin? Nein, das brauche ich nicht. Weil selbst wenn wir die 61.000 haben. Wir brauchen dann hier für 5.400 noch den da dazu. Also wir brauchen mindestens 60.000 Euro, dass wir eine einzige Palette wegfahren können. Und dann brauchen wir den ja auch noch. Der kostet auch nochmal 14.000 Euro. Jetzt ist die Frage, sollen wir einfach was verkaufen? Aber ich habe ja sowieso nichts Großartiges. Wenn ich alle Traktoren verkaufe, die ich besitze, und mir den kleinen hier kauf, weil jetzt müssen wir den hier und zwei von dem hier und einen von dem hier haben, genau. Was kostet denn der am Tag? Der kostet nur 70 am Tag. Aber die haben 105 und, also der hat 90 PS und der hat 143 PS und der hat nur 100. Da kann ich keinen Frontlader dran machen. Der hätte halt 114 PS. Der kostet allerdings 105. Wisst ihr was? Ich kann ja sowieso nicht mehr mit einem Traktor fahren. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Garage. Und ich würde nicht genug Geld dafür bekommen. Deswegen lohnt sich's nicht. Nein, das lasse ich. Und den kann ich auch nicht verkaufen. Und das kann ich nicht verkaufen. Und das nicht. Und das nicht. Und das nicht. Ich könnte ein paar Schafe verkaufen. Aber für was? Und die Säge auch nicht. Ihr seht, wir sind arm. Wir sind komplett arm.
Und hier ist gar kein Frontgewicht dran. War da nicht mal eins dran? Hilfe. Na gut, brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt ist die... Kann ich auch das Gras? Nein, Gras kann ich keins verkaufen. Mist. Aber ihr seht schon, ich bin total daneben. Ich kann überhaupt nicht mehr mit dem Geld umgehen. Wir haben jetzt 200.000 Euro Schulden. Und noch nicht wirklich was erreicht. Also gar nicht was erreicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier rum. Ist kürzer. Ich hoffe mal, das ist die richtige Maschine jetzt. Ansonsten habe ich noch ein größeres Problem. Aber wird schon passen. Ja, der macht das, was ich wollte. Sehr schön. Und dann kann ich nämlich hier einmal den Ladewagen entlang fahren und kann alles aufladen, was noch da ist. Und die Arbeitsbreite von dem Links hier ist eigentlich auch ganz angenehm. Und das alles nur, um unsere Schafe zu füttern. Ich weiß nicht, ob es mit den Kühen immer noch so ist. Also in der letzten Version, da werde ich mich bis zum nächsten Mal mal schlau machen. Da hat es gereicht, wenn die eine Futtersorte haben, um dann Milch zu produzieren. Dann hätten wir da schon mal, wenn ich jetzt für die 43.000 Euro nur Kühe kaufe und wir dann einfach hingehen und sagen, okay, die kriegen nur Gras, dann produzieren sie halt im ersten Moment mal ein bisschen weniger Milch, aber wir haben ein gewisses Einkommen, mit dem wir täglich rechnen können. Dann könnte ich auch damit leben. Aber auch das funktioniert noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber immerhin. Wir haben jetzt hier die erste Wiese abgemäht. Ach, das sind unsere Fahrspuren. Jetzt sehe ich es erst. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn man es selber macht. Früher hatte ich da größere Probleme damit, aber man muss ja eigentlich nur geradeaus drauf zuhalten. Wir müssen auf jeden Fall aus den Schulden rauskommen. Vielleicht werde ich offscreen nochmal ein paar Bäume anpflanzen und wieder wegfahren. Also ich werde euch zeigen, wie ich sie wegfahre, dass es nicht heißt, hey, du hast das Geld nur gecheatet. Das werde ich auf keinen Fall tun. Jetzt zusammenklappen bitte. Dann räume ich den gleich auf und hole den Ladewagen oben. Und dann ist an der nächsten Folge noch das Problem mit den Mods. Also ich kann jetzt nicht einfach einen Mod reinnehmen und kann sagen, ja okay, der kostet so und so viel, aber ich kann mir den gar nicht leisten. Jetzt habe ich einen Mod drin. Toll, supi. Ich glaube, das interessiert keinen von euch, oder? Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie es weitergeht. Ohne pleite zu gehen. Weil ich habe langsam kein Geld. Oh Gott. Und wir bräuchten eigentlich schon längst mal größere Traktoren, dass wir hier so langsam aber sicher vom Fleck kommen. Weil hier kommst du ja kaum hoch mit dem Ding. Auch wenn das eine schöne Sache ist, aber du kommst halt einfach kaum hoch. Und dann geht's hier wieder, wenn es geradeaus geht. Ja, Hausdach, Hilfe. Ja, ich könnte vielleicht noch hier Kartoffeln und das alles wegfahren, was wir noch so in Anführungszeichen noch so rumliegen haben. Da hätte ich auch noch ein bisschen was. Das werde ich aber auch offscreen machen. Weil es ist, ich glaube, immer sehr, sehr langweilig mit anzusehen, wenn hier einer einfach nur... Ja gut. Ich mache ja jetzt auch nichts anderes. Aber wenn ich nur was wegbringe und dann das zwei, dreimal hin und her fahre, das ist, glaube ich, noch langweiliger. Und dann wollte ich ja eigentlich mich im Großen und Ganzen auf die Forstwirtschaft spezialisieren, aber ihr seht ja, es kommt immer wieder was. Man muss sich das kaufen, man muss sich das kaufen, man muss sich das kaufen. Als nächstes hätte ich gerne diesen Wood-Texel-Chipsy-Dingsy da. Und ja, jetzt kommt der Tro auch noch online. VNB. You were moved. You were moved. Ja, das, was ihr da gerade hört, oder nicht hört, kann ich das rausschneiden? Ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass ich das rausschneiden kann. Ansonsten hört ihr hier gerade, wie Tro mich durchs Teamspeak bewegt, obwohl ich im Nicht-Stören-Channel bin. Ich
Weiß nicht, warum er das tut, aber er macht es halt einfach gerne. Die 2-3 Minuten, die ich jetzt noch für die Aufnahme habe, die muss er jetzt noch warten. Ich möchte auf jeden Fall das Gras noch zu den Schafen bringen, dass sie zur nächsten Aufnahme auch mal ein bisschen was zum Essen haben. Weil wir sind totale Tierquäler. Ist euch schon mal aufgefallen? Das ist... Ich mag sowas ja sowieso nicht. Ich bin ein totaler Anti-Tierquäler. Ich habe 2 kleine Kätzchen. Ganz süß, kleine. Naja, süß und klein. Alte, fette, fressende Katzen. Also, Garfield ist ein Arbeitstier gegen meine beiden Katzen. Das kann man so sagen. Aber ich bin ein totaler Anti-Tierquäler. Und das belastet mich meistens mehr, wie wenn ein Mensch gequält wird. Wenn ein Tier gequält wird. Das tut man nicht. Tiere können sich nicht wehren. Und deswegen, nein, das Thema halte ich euch jetzt nicht vor. So, also auf zur Schafweide. Wo ist die? Wo ist die Schafweide? Wo ist die neuen? Ja. Schafe. Mäh, ihr Schafe. Ist die weg? Oder bin ich einfach nur doof? War das die da oben bei der Transportfirma? Schafe? Hühner bei uns auf dem Hof? Klar. Da hinten sind dann Kühe. Ich hoffe mal, dass es da oben die Schafe sind. Ansonsten seht ihr jetzt gleich die Kuhweide. Und dann werde ich das Gras hier einfach zu den Kühen hochfahren und wir gucken uns die Kühe an. Ich gucke jetzt gerade mal. Hier konnte man ja gucken, wo, wie viel drin ist. Wir haben 3 Schafe bei einer Produktivität von 5%. Aha. Okay, Chickens Chaos. Die brauchen Stroh, die brauchen Gras. Und flüssigen und festen Dünger produzieren wir dann. Eggs in Backpack, Chickens out. Ich habe ein Hühnchen habe ich, okay. Aber nein, also die haben nichts mehr zu essen. Keiner mehr davon. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Das war meine Intention. So, dieses Ding, das ihr gerade hört, das hört ihr, glaubt wirklich. Das bedeutet, dass unsere 15 Minuten schon wieder um sind, aber ich überziehe jetzt einfach, weil die Schafe haben Hunger. Ja? Was kann ich hier eigentlich verkaufen? Ich gehe mal da reingucken. Ich möchte es jetzt wissen. Und der ein oder andere von euch möchte es bestimmt auch wissen, weil ich hier die Woodchips verkaufen. Woodchips. Ja. Okay. Das ist halt auch die Frage, ob sich das lohnt. Ich habe da oben, ich habe noch ein paar Bäume liegen. Wenn... Ja, ich habe noch ein paar Bäume liegen. Wenn ich jetzt alles verkaufe, könnte ich mir dann den Woodcutter kaufen, weil da bräuchten wir auch noch so knapp 40.000 Euro. Das werden wir noch gucken. Das werde ich mir zur nächsten Folge überlegen und mal ein bisschen hin und her rechnen, ob das funktioniert. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mit jeder Möglichkeit versuchen, Geld ranzukommen und dann langsam aber sicher versuchen, unseren Kredit zurückzuzahlen. Das wird auch so im Großen und Ganzen dann das Ziel von unserem Let's Play sein. Den Kredit zurückzuzahlen. Er wird zwar ein oder andere Mal wieder, wenn wir ein bisschen was zurückgezahlt haben, werden wir uns wieder was holen von der Bank an Geld, aber irgendwann werden wir es schaffen. Und das werde ich mir jetzt mal als Ziel in diesem Let's Play setzen. Und hoffen, dass ich das Ziel auch irgendwann schaffe. Ich muss in jeder blöden Kreuzung hier gucken, wo ich hin muss. Nein, ich kann noch eins weiter geradeaus. Ja, genau, die Schaffarm war hier oben. Da habe ich mich doch beim letzten Mal so blöd verfahren gehabt. Da war doch irgendwas. Und dann kriegen die jetzt 9,6 Tonnen Gras bekommen die jetzt von uns. Juhu! Sieht irgendwie nicht so aus. Sieht aus nach einer halben Tonne. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe das noch nie ganz verstanden,
spätestens mit den Volumenumrechnungen geht und so. Und hier steht 9600 irgendwas. Ja, da kann ich auch gleich hinschreiben, das Ding ist nur zu 45% gefüllt. Anscheinend geht's nicht. Und jetzt bin ich hier vorbeigefahren. Egal. Dann biege ich halt hier links ab. Kommt da was? Ja, da kommt was. Juhu, einfach abbiegen. Juhu. Und dass sie das mit den Autos noch nicht gefixt haben, finde ich auch ein bisschen blöd, dass die so langsam fahren, weil ich finde, die könnten hier auf den Straßen auch ruhig 50, 60 km/h fahren. Das wäre überhaupt kein Problem für niemand. Ja, klar, sowieso. Einfach mal im Zickzack fahren. Und hier sind wieder Menschen. Ich sehe tote Menschen. Oh mein Gott. Oh. Und das habt ihr ja schön gemacht hier. Ich glaube, das ist schon der Futterdruck. Ich hoffe, ich kann hier direkt mit diesem Ding einladen. Wie gesagt, ich hoffe. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Und da steht immer noch die eine halb verhungerte Palette von unseren drei Schäfchen. Cool. Dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen anladen. Okay. Die brauchen so viel gar nicht. Gut, dann nehmen wir den Rest für die Kühe und werden uns jetzt dann einmal in der nächsten Folge den Kühen widmen. Das ist eine gute Idee. Das finde ich super. Ich gucke jetzt hier noch einmal rein. Wir haben ein schwarzes Schaf. Ja, kommst du fressen. Endlich gibt's was zu essen. Ja. Weil ich denke mal, die Schafe, die haben jetzt eine Produktivität von 5%. Warum eigentlich nur? Futterdruck ist jetzt mit 1811 Litern gefüllt. Wir haben drei Schafe. Okay, weiter geht's dann mit den Kühen. Ich hoffe mal, den reicht, wenn ich den mit Gras fütter, aber egal. Okay, also in diesem Sinne, haut rein, macht's gut, ich bin der Pox und schaltet wieder ein, wenn's morgen wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2015. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, tschüss.